Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und es ist noch vor Weihnachten, aber dieses Video kommt erst nach Weihnachten. Das ist nämlich das angekündigte Video, Odin war shoppen Spezial, damit ich euch zeigen kann, was ich zu Weihnachten gekauft habe. Und das kann ich natürlich logischerweise erst nach Weihnachten veröffentlichen, weil sonst würde jeder sehen, was ich ihm schenke. Und ich habe hier schon alles zurechtgestellt. Ich fange erstmal mit dem ersten an. Das ist hier ja, ein ziemlich großer Karton. Das ist für meine Mama. Weil meine Mama hat in der Küche so eine Funzellampe. Die hängt da so runter und die schmeißt nicht genug Licht. Und das ist echt belastend, wenn man da dann sitzt. Und da habe ich für Mama eine LED-Lampe geholt. Ich mache euch auch zu allen Produkten die Links unten runter. Das ist so eine größere LED-Lampe. Ich hatte ja schon mal so zwei kleine LED-Lampen vorgestellt. Die wollte ich bei mir eigentlich anbauen. Die hat mein Bruder mir dann entführt. Die sind jetzt bei meinem Bruder verbaut, weil der ist umgezogen und brauchte dringend Lampen. Und dann habe ich sie ihm natürlich gegeben. Und die ist für meine Mutter. Die hat hier auch, wenn ihr das so seht, naja, das seht ihr so nicht. Das werde ich aber auch nicht verpacken, weil die mir zu groß ist. Ich weiß nicht, die hat hier so, ja, die sieht so ein bisschen gesprenkelt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Und ja, wir haben hier immer dann die Schrauben dafür. Hier oben ist dann das zum Festmachen. So, einmal drehen. Und dann sehen wir dann hier die gelben Dinger, das sind lauter LEDs. Und da hoffe ich, dass denn bei meiner Mutter mal ein bisschen Licht reinkommt in die Küche. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das wieder zumachen kann. So, jetzt aber, oder? Ach Mensch, ey. Ja, wenn so oben eine Decke dran ist, dann geht das natürlich leichter. Nee, so rum. Das werde ich natürlich nicht verpacken, weil das verpackt sich echt mega scheiße. Und ich habe nicht mal so viel Verpackungsmaterial. Den Link mache ich euch natürlich, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. So. Für meine Katzen habe ich auch was zu Weihnachten gekauft. Da habe ich einen neuen Kratzbaum geholt. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich vor 2 Jahren etwa zum Einzug in der neuen Wohnung hier einen neuen Kratzbaum gekauft hatte. Für 59 Euro, glaube ich, oder so. Oder 69, ich weiß ja nicht, ich glaube 59, so, ja, ich weiß es ja nicht mehr so genau. Und genau den, nein, nicht genau den gleichen, aber fast den gleichen habe ich jetzt nochmal geholt. Bisschen anders aufgebaut mit weniger so ein Hängeteilen, weil die Hängeteile wird nur eins oben benutzt vom Tigger, vom fetten Kater. Und das, ja, dadurch ist der Kratzbaum jetzt schon schräg. Da werde ich ein separates Video zu machen. Und zwar, das werde ich euch zeigen, den Kratzbaum, und halt gleichzeitig mit euch zusammen aufbauen wahrscheinlich. Den kann ich jetzt natürlich noch nicht hierher schleppen. Der steht immer noch im Flur, weil wenn ich schwer schleppe, habe ich immer noch das Problem, dass da ein bisschen Blut in die Backe einschießt. So, dann habe ich einmal das verrückte Labyrinth für meine Tochter geholt. Da gibt es momentan bei, was haben wir bezahlt, 9 oder 10 Euro, 11 Euro, weiß ich jetzt gar nicht so genau. 11,99 Euro, glaube ich. Da habe ich bei Kaufland diese Punkte gesammelt. Habe ich noch so eine Karte? Ja. So. Hier bei Kaufland hier Punkte gesammelt. Ich habe noch 3 Hefte. Und da kostet das Lotti Karotti, das verrückte Labyrinth, soll eigentlich 28,99 Euro normalerweise kostet jetzt bei Kaufland 11,99 €. Ist auch nicht wirklich was erspart. Wenn man bei Amazon guckt, kostet es bei Amazon, glaube ich,
um die 12,99, 13,99, weiß ich nicht. Ich packe euch den Link mal drunter, könnt ihr vergleichen, ob er lieber Punkte sammelt und für 11,99 oder bei Amazon vielleicht mal zwischendurch ein Sonderangebot habt und so ja vielleicht unter die 11,99 Euro kommt. Das einmal für meine Tochter. So, ach du Scheiße. Ja, ist ein großer Karton, also wir haben viel vor uns. So. Wertet mal für meine Tochter hier nicht hochkant, sondern nur hinlegen. So. Dann kann ich das alles ein bisschen separat machen. Ich werde erstmal hier alles rausholen, dass ich das dann wieder vernünftig einpacken kann. Nein, nicht vernünftig einpacken, aber so ein so hinlegen kann wieder, dass das auch vernünftig platzsparend ist. Weil ich will ja nachher dann noch die Videos machen zum Einpacken. Also das ist auch noch von meiner Tochter, das ist auch noch von meiner Tochter. Das ist für meine Frau. So. Dann habe ich für meine Tochter geholt bei Amazon das Spiel des Wissens. Über 2000 aufregende Fragen. Sie hat sich zwar Playmobil gewünscht und so, das ab 8 Jahre und für 2 bis 6 Spieler. Und meine Freundin und ich haben uns aber entschieden, dass wir ein bisschen mehr Spiele holen, so was wir zusammenspielen können mit Josie. Oder ja, was halt ein bisschen Denken anregt. Und nicht nur so Lego und Playmobil. Dann haben wir geholt einmal Jenga, also die Billigversion von Jenga. Jenga kostet, was kostet Jenga? Jenga kostet, was weiß ich, 15, 16 Euro, 20 Euro oder so. Und das habe ich gefunden bei Amazon mit auch 54 Steinen von Simba. Da, was habe ich bezahlt? 5,99 oder so? Ich weiß es gar nicht. Ja, jedenfalls habe ich das dann noch geholt für meine Tochter. Dann habe ich für meine Tochter eine Uhr geholt. Könnt ihr das sehen, ja, mit so blau, meine Tochter steht total auf blau, ja, und, oh, hier ist so ja, habe ich gar nicht gewusst, eine Batterie ist so ja mit bei, und dann seht ihr hier komplett das Band rum mit weiß und blauen Herzen, und hier dann natürlich auch noch eine Anleitung. So, das ist dieses. Muss ich nur gucken, dass ich das auch wieder halbwegs vernünftig zukriege. So, ja, jetzt habe ich es auch wieder zugekriegt. In einer kleinen, süßen Box. Finde ich toll. Dann habe ich für meine Tochter geholt für den DS einmal Myst. Hier steht auch noch ein Aufkleber drauf. 39,99. So viel habe ich nicht bezahlt. Ich habe es gebraucht, gekauft, aber original verpackt. Ja, für einen Sportpreis, da musste ich einfach zugreifen. Myst, das ist ab 0 Jahre und da auch, das kann ich dann mit ihr zusammen machen, da können wir dann zusammen Rätsel lösen und so. Das ist für meine Tochter. So, dann, na komm runter, meine Katze. Ach Mensch, nur Blödsinn im Kopf. Dann habe ich für meine Freundin einmal so einen Metallbaum geholt. Da bin ich noch am überlegen, wie ich den vernünftig verpacke. Den werde ich auch noch in der Tüte so drinnen lassen. Der ist so ein bisschen jetzt durch Verpacken und durch das Herschicken so ein bisschen verformt. Das ist so ein Metallbaum hier unten. Hier, das ist noch das hier. Kommt dann hier unten reingesteckt, da in den Schlitz. Und dann steht der so. Und dann kann man hier Ketten drauf aufhängen. Den habe ich für meine Freundin geholt, weil sie kriegt zu Weihnachten eine schöne Kette. Kann ich die Pappen eigentlich mal alle wegschmeißen. Und sie hat zu unserem 6-monatigen jetzt im Dezember, am 18. Dezember, hat sie schon eine Kette gekriegt mit einem Herz. Das, ja, die, ach so, die hat, liegt die hier? Ich weiß gar nicht. Kann ich die euch zeigen? Nee, die hat sie, glaube ich, im Nachttischschränkchen gepackt. Wartet mal, ich mache mal kurz eine Unterbrechung. Nee, das ist leider nicht im Nachttischschränkchen. Ich werde euch den Link mal drunter packen.
Kette 1, Kette 2 Welligscheiben oder Kette Herz, Kette Engelshofer oder so. Und hat sie so ein blaues Herz gekriegt an der Kette. Sie hat sich sehr gefreut, sie mag blau. Und die Kette ist sehr schön, hat gut ausgesucht. Und dann habe ich gekauft in dieser Metallbox. Von wem ist das? Von Morella. Ja. Habe ich gekauft, was habe ich bezahlt? Oh, das ist schon ein bisschen weit her, weiß ich gar nicht. 30 Euro oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. Oder 20 Euro? Ich weiß es nicht. Habe ich bestellt. Das fand sie total toll. Ja. Ein Engelsrufer. Das ist halt praktisch so eine, seht ihr das? So Silber mit einem Engelsflügel an der Seite. Und hier den blauen Stein kann man rausmachen und vielleicht noch einen anderen drin machen, wenn man eine andere Farbe haben möchte. Hat eine ziemlich lange Kette, dass er das so mal über den Pullover tragen kann. Fand sie toll. So, und dann kann man das hier aufmachen. So, und dann kann man das hier aufmachen. Seht ihr das? Und da habt ihr dann so ein, wir haben auch ganz glatte blaue Steine. Ich habe mich für diesen entschieden. Dann macht man das wieder zu. Und wenn man denn ich weiß nicht, ob ihr das hört, das klingelt ganz leicht. Und das nennt sich ein Engelsrufer. Meine Frau ist ja Christin, evangelisch. Ach, wie heißt das? Oh, ich verwechsel die Beine immer wieder. Katholisch. Katholisch ist meine Frau. So. Und da habe ich gedacht, das passt da richtig toll. Da wird sie sich bestimmt freuen. Dann packe ich das jetzt eigentlich wieder in die Tüte. Brauche ich doch gar nicht in die Tüte packen. Doch. Das macht sich beim Verpacken besser. Dann verpacke ich das nämlich so. Mit ein bisschen mehr Luft. Und dann kann sie nicht erahnen, was da drin ist. So. Das ist auch eine gute Idee, die ich gerade hatte. Ah. Dann. Das wird jetzt ein bisschen mehr. Habe ich ein Handtaschenset. Wir hatten mal Handtaschen so angeguckt und ich wollte mal wissen, was ihr da so gefällt. Weil bei ihrer letzten Handtasche ist ihr Griff gerissen und die steht auf Handtaschen. Und ja, wenn sie drauf steht, warum nicht? Und da habe ich dann einige, die mir gefallen haben, wo ich weiß, dass sie ihr auch gefallen, bei Amazon in meine Wunschliste gepackt und dann hatten sie den einen Tag mal Aktion für ein paar Stunden, aber auch nur. Die kosten sonst, oh boah, was waren die, 45 Euro, 42 Euro, 42 Euro, noch was, glaube ich. Und ich habe sie gekauft dann für 35, 32, also 10 Euro oder 12 Euro gespart, waren das irgendwie so in dem Dreh, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich dann natürlich zugegriffen. Und zwar ist das, haben wir hier praktisch eine Plastiktüte. Ja, die können wir mal abmachen. Dann haben wir hier so einen Stoffbeutel, den kann sie sich dann irgendwo hinhängen und da sind die dann geschützt, die Handtaschen. Weil das ist ein komplettes Set. Ja, hoppala, jetzt fällt die Hälfte hier schon raus. Da haben wir dann einmal so ein Platte-Ding. Oh, die ist halt nur so. Ich weiß nicht. Für die Handtasche oder nee, die hat auch so einen Griff. Nee, kann man auch ranmachen. Und mal gucken. Ach ja, hier ist die Kette. Die ist da drinne. So, kann man denn da ranmachen und dann hat man da halt, was weiß ich, so eine platte Handtasche, wo man eigentlich nichts mitmachen kann, weil die platt ist und weil die so klein ist, aber ist halt mit bei, also brauchen Frauen wohl. Ey, sorry, ich bin Mann, ich kenne mich da nicht aus. Dann haben wir einmal so eine größere Handtasche mit so einem kleinen Henkel nur. Den kann sie dann halt nur so tragen. Ist da auch noch was drin? Müssen wir mal gucken. Dann haben wir dann auch nochmal Druckknöpfe hier an der Seite. Um die ein bisschen größer zu machen oder ein bisschen kleiner zu machen. Also jetzt hat sie ja so eine Einraumwohnung drumhängen. Also das ist wirklich. Also und was da, also. Und da findet man nichts wieder. Also nicht so schnell jedenfalls. Nicht hier drin ist nichts. Aber
kann ich euch mal zeigen, da ist wirklich Stoff drin und nicht nur Leder. Also ist wirklich, denke ich, gut verarbeitet. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist nochmal so eine kleine, aber anders geschnitten. Oh, Mensch, jetzt fällt mir die hier runter. Zeige ich euch die mal gegenseitig. Die ist halt so und die ist halt so mit Oval und hier steht aber drauf, also die Schwarz-Gold. Hier haben wir dann auch noch so ein Ding dran. Ich denke mal, das soll Deko sein. Achso, da steht nochmal der Name. Classic Back Original oder so. Und da haben wir dann noch so ein Metallschild. Die gibt es in verschiedenen Farben, aber mein Frauchen mag schwarz. Ich hätte ja bevorzugt, wenn sie in Schwarz-Silber gehabt hätten, weil sie Silber mag. Aber haben sie nur in Schwarz-Gold gehabt. Ich hoffe auch trotzdem, dass es ihr gefällt. Hier dann auch nochmal mit. Und da sind dann noch andere Sachen drin. Hier ist dann natürlich nochmal ein Lederband. Kann man denn, für was soll denn das eigentlich sein? Ein Lederband. Mit Haken. Also entweder hierfür, das, nee, das ist halt, da macht man was Grazides. Also hier ist ein dickes Lederband. Kann man das hier irgendwo einhaken? Boah, die könnten auch echt mal eine Anleitung für Männer hier reinpacken, dass man auch als Mann hier mal durchsieht, was ist und warum was wie ist. Ah, hier. An der sind hier oben so Haken dran, ne? Da kann man das dann einhaken, da können sie dann mit Griff nehmen oder halt mit so einem langen Ding. Sind hier auch so eine Dinger? Hier nicht. Ach, Entschuldigung. Nee, hier ist sowas nicht. So, die werde ich auch alle einzeln verpacken. Dann, so, das werden wir erstmal noch beiseite packen. Haben wir hier noch so ein Ding. Oh, mit goldenen Dingern und da, das weiß ich nicht, ob das eine Handytasche oder, ich weiß es nicht, sieht aus wie ein kleiner Rucksack. Also für was das sein soll, ich habe keine Ahnung. Es ist aber mit bei. Denn so eine Art Herrenhandtasche, so eine kleine. Oh. Hier ist innen drin so was Schwarzes, also kein Stoff, sondern so was Schwarzes, gummiert. Hier ist der Halter am Reißverschluss dran. Ja, wozu das ist, wenn ich weiß ja, Frauen gucken meine Videos auch. Bitte schreibt doch mal unten drunter, was das sein soll. Und wofür. Und vor allen Dingen, was das, diese kleine Herrenhandtasche, für was die sein soll. Und warum. Warum man sowas braucht. Wenn man doch sowas schon groß hat. Also ich weiß, sorry, aber ich frag euch da echt, weil ich hab keine Ahnung. So, und dann, ach so, ein Portemonnaie haben wir auch noch mit bei. Innen drin headed Leder, hier dann nochmal zum Aufmachen für kleine Sachen. So. Also hat sie auch nochmal das passende Portemonnaie zu ihren Handtaschen mit bei. So, jetzt muss ich das erstmal noch hier mit drin machen. Weil das gehört ja dazu, so wie ich das jetzt kapiert habe. So. So, das war's, ja. Ja, das war's soweit auch. Das sind meine Geschenke, oder habe ich noch was drin? Nö. Das sind meine Weihnachtsgeschenke, die ich verschenken werde. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fangen wir gleich an, das auch alles einzupacken. Ich habe auch schon mir Geschenkband hierher geräumt und alles drum und dran. Das werden wir jetzt gleich mal alles verpacken. Und gucken, wie wir das dann am besten verpacken. Ja, da bin ich gerade am Überlegen. Die von meiner Tochter, die Dinger, die sind alle viereckig. Das ist gut, aber hier... kriegen wir schon irgendwie hin. So, wie gesagt, das war ein Odin was shoppen Weihnachtsspezial. Ich werde jetzt demnächst sowieso nochmal bei Amazon kaufen, weil mein Sirup wieder alle ist. Da werde ich wahrscheinlich nicht extra ein Video machen oder vielleicht doch. Mal gucken, weil da werde ich nur den Sirup kaufen. Vielleicht kaufe ich dann noch was für das Auto. Dann mache ich da nochmal ein Video. Wenn ich nur den Sirup hole, dann mache ich da nicht nochmal extra ein Video, weil das hole ich ja jeden Monat. Diesmal ist die Ausnahme, ich hole Kaktusfeige und
Blaubeere. Also zwei hole ich diesmal. Jo, dann würde ich mich jetzt hiermit erstmal bei euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wenn Frauen gucken, sagt mir mal bitte, wozu man so ein dünnes Ding braucht. Portemonnaie ist klar, wozu man hier so eine Art Herrenhandtasche braucht, so ein kleines Ding. Und was das hier sein soll. Also das würde mich echt interessieren. Wofür braucht man das? Ich bin halt nur ein Mann und mich würde da einfach interessieren. So, bis dahin verabschiede ich mich. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen oben da. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Ein Weihnachtsvideo kam ja noch. Also das werde ich jetzt auch noch machen, die Tage. Das habt ihr ja dann vielleicht schon gesehen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.